Ich schaue Herrn Unger jetzt einfach erwartungsvoll an. Erwartung. Ja, Jörg Unger ist zu mir gekommen für den zweiten Praxisvortrag, und zwar aus der Chemieindustrie. Herr Unger ist Leiter der Low Carbon Emissions Technology and Projects. Nach meinem Eindruck, wie viel bei BASF auch mit englischen Vokabeln versehen, aber über seine Tätigkeiten wird er jetzt gleich mal einen ersten Eindruck geben. BASF muss man kaum erklären, aber großer Chemiekonzern mit 6 Segmenten. Dazu gehören natürlich Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition and Care und Agricultural Solutions. Ich habe nicht so viel versprochen mit dem Englischen, aber ich glaube, es gibt das ganze Spektrum wieder, mit dem sich BASF befasst. Und vielleicht nochmal aus dem Lausitzer Blick, es geht natürlich bei BASF um die internationalen Standorte, es geht um den großen Standort in Ludwigshafen, aber natürlich auch um Schwarzheide, wenn man es jetzt mit einem Brandenburger Blickwinkel sieht, dort über 2000 Mitarbeitende. Vor wenigen Tagen, letzte Woche, war Bundeskanzler Olaf Scholz da, um sich die Kathodenproduktion, die Pläne dafür mal anzuschauen. Herr Unger, wir freuen uns auf Ihren Vortrag zum Thema Klimaschutz in der Industrie. Und ich bin auch sehr glücklich, dass Ihr Vortragstitel ohne das Wort Krise vorkommt oder Herausforderung, sondern vielleicht ein paar positive Eindrücke hier hinterlassen. Ja, sehr gut. Vielen Dank, Frau Lindner. Ja, das mit dem Englisch wird uns gleich nochmal beschäftigen. Und ja, Herr Behle, es ist so, wir sind auch systemrelevant. Denn unter der Voraussetzung einer funktionierenden Grundstoffindustrie ist es nur möglich, ein produzierendes Gewerbe in Deutschland zu halten. Und ohne ein produzierendes Gewerbe gibt es keinen Wohlstand. Von daher sind wir genauso systemrelevant. Und deshalb haben wir uns auch auf den Weg gemacht, um in Zukunft auch diesem Auftrag noch nachzukommen. Es wird ein bisschen ungewohnt verlaufen vielleicht, was ich hier mache mit Ihnen. Das ist vielleicht ganz normal in der Transformation. Wir müssen uns daran gewöhnen und es wird eine neue Normale werden, das Ungewohnte zu akzeptieren. Ungewohnt warum? Ich will Sie nicht mit Daten und Fakten zureden, sondern ich will Sie versuchen, mit einer Geschichte zu überzeugen. Und die Geschichte soll vor allem anhand von Bildern kommen. Dass wir uns tatsächlich auf den Weg gemacht haben, diese Klimaherausforderungen anzugehen und die Industrie nachhaltig aufzustellen. Das will ich anhand von Bildern tun, deshalb ist der Text nicht so wichtig. Frau Lindner, der Text wird in Englisch sein, das ist aber nicht so wichtig. Die Bilder sind wichtig und die sollen eigentlich bei Ihnen verfangen. Der zweite Grund, warum Englisch eigentlich ganz gut passt hier, ist, dass es im Englischen auch das schöne Wort gibt von der Carbon Management. Das wurde schon ein paar Mal angesprochen heute Morgen. Und wir haben diese Geschichte sehr durchgängig auch in allen unseren Kommunikationen in den letzten Jahren verwendet. Sie können das auch finden auf unserer Investors Relations Webseite, wieder Englisch, und können dort nachlesen, dass wir wirklich seit 2018 konsequent an dieser Geschichte arbeiten. Sie werden die Folien, die ich Ihnen zeige, dort genauso finden, auch in Englisch. Was in Englisch auch gut ist, Carbon Management, Carbon Containment, gefällt mir persönlich noch besser als CO2-Neutralität, weil es umfassender ist. Was ich hier aber auch sagen muss, dass das Wort Dekarbonisierung eigentlich sehr unpassend ist für uns. Und ich würde Ihnen auch empfehlen, in Ihrem eigenen Interesse das nicht zu weit zu treiben. Der Kohlenstoff ist ein wertvolles Material und er hat aufgrund seiner Bindungsfähigkeit eine ganz wesentliche Funktion in allem, was wir tun. Also Kohlenstoff zu verbannen oder seine Nutzung zu verbannen, was Dekarbonisierung suggerieren könnte, ist natürlich nicht der richtige Weg. Vielmehr, wir müssen eigentlich mit dem Kohlenstoff verantwortungsbewusster umgehen, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und deshalb würde ich eigentlich auch gern, und das ist das nächste Ungewohnte, auch vielleicht den Titel von meinem Vortrag noch mal ein bisschen anpassen, denn wir haben uns auf den Weg gemacht, den Kreislauf des Kohlenstoffs zu schließen, also um Carbon Containment uns zu kümmern. Das heißt, zu vermeiden, dass Carbon, Kohlenstoff zu Müll wird, sondern dass er im Kreislauf und in der Nutzung bleibt. Dafür gibt es gute Gründe und der wichtigste Grund sind unsere Kunden. Denn alle unsere Kunden sind Bürger dieser Erde und haben ein großes Interesse, dass es hier weitergeht und dass es hier gut weitergeht. Und unsere Kunden haben mehr und mehr das Interesse, dass sie Produkte verwenden, die einen geringen Product Carbon Footprint haben. Dieser Product Carbon Footprint beschreibt im Wesentlichen, ich komme nachher noch genauer drauf, wie viel Kohlenstoff verlieren wir bei der Fertigung dieser Produkte. Egal auf welchem Weg, vor allem natürlich in die Gasphase, wenn wir das dann in die Luft abgeben als CO2.
Von daher ist das große Interesse unserer Kunden tatsächlich, und es wird immer mehr eine Frage, gerade in dem Consumer-Segment, Sie sehen hier das Beispiel Shampoo, wir haben das wirklich durchgerechnet für so eine Shampoo-Flasche, Sie sehen nachher auch noch die Zahl, die wir tatsächlich im Moment annehmen müssen, für das Shampoo, den Inhalt. Denn das ist natürlich ein Material, und das Material hat natürlich einen großen Anteil am Product Carbon Footprint mit dem Rohstoff, der damit in Verbindung gebracht wird. So, deshalb, der Herausforderung ist hier nicht, den Kohlenstoff zu vermeiden, sondern die Vermeidung von Carbon Waste. So, wenn wir Net Zero sagen, heißt es eigentlich Net Zero Waste. Und ich glaube, das ist eigentlich was wir immer wieder im Blick behalten sollen. Ein weiterer Grund, sich mit dem Thema zu beschäftigen ist, und das sehen Sie hier, das Klima ändert sich und es ist messbar und es ist sichtbar. Und Sie sehen hier, wir haben immer mehr höhere Temperaturen, auch Spitzentemperaturen treten häufiger auf und auch die Durchschnittstemperaturen steigen aus. Das ist hier das Beispiel für unseren größten Standort in Europa und in der Welt überhaupt bei der BASF in Ludwigshafen. Das hat Konsequenzen. Dinge, die seither funktioniert haben und auf die wir uns lange verlassen konnten, die funktionieren unter diesen Bedingungen nicht mehr unbedingt. Der Grund, dass wir in Ludwigshafen sind, hat vor allem mit dem Rhein zu tun. Es war immer gut, Industrie dort anzusiedeln, wo wir Wasser haben. Wasser als Kühlmittel, Wasser als Transportmittel. Wasser ist sozusagen ein Lebenselixier von einer funktionierenden, produzierenden Industrie. Das war ein Auswahlkriterium, um Standorte zu platzieren an solchen Stellen, wo es Wasser hat. Das ist nicht mehr im selben Umfang gegeben. Wir müssen uns heute darauf einrichten, dass Wasser knapp wird. Auch die Temperatur des Wassers spielt eine immer größere Rolle. Und wir müssen uns darauf einstellen, wie wir kurzfristig mit diesen Problemen umgehen. Das ist der kurzfristige Ansatz, das heißt Resilienz. Das Zweite ist aber auch, was können wir langfristig tun, um diesen Vorgang, der eine Verschärfung unserer Rahmenbedingungen auslöst, zu stoppen. Und das sind die langfristigen Themen, die tiefen Themen, wie sie der Herr Guea hervor genannt hat. Weil eins ist klar, das sind Bilder, etwas weiter stromaufwärts am Rhein, wie wir sie jetzt hier in dem speziellen Fall im Sommer 2018 gesehen haben. Man sieht, klar, es gibt weniger Schiffe, es gibt aber auch weniger Ladung auf den Schiffen und es gibt auch weniger Kühlwasser. Und das hat handfeste wirtschaftliche Implikationen. Das haben wir in 2018 zum ersten Mal wirklich auch quantifiziert und in unserem Geschäftsbericht vermerkt. Sie sehen hier, die durchgezogene Linie ist der Pegel des Rheins am Pegel Kaub, der für uns relevant ist. Und Sie sehen in den gepunkteten Linien, welche Schiffsladungen sind denn noch möglich, bei welchem Pegelstand. Wenn Sie dann beobachten, dass etwa 40% unserer Rohstoffe auf dem Schiffsweg in das Werk kommen und wir sehen, dass die Schiffsladungen in diesem Sommer, in diesem Sommerhalbjahr 2018 und teilweise bis zu 60% reduziert wurden, dann können Sie sich vorstellen, dass wir nicht mehr so arg viel produziert haben da. Und das hat Auswirkungen. In dem Fall war die Ergebnisrelevanz, haben wir damals abgeschätzt, etwa 250 Millionen Euro. Das ist grob zwischen 5% und 10% eines Jahresergebnisses der ganzen Firma. Das heißt, Klimawandel ist für unsere Kunden wichtig, ist für uns wichtig als Wirtschaftsunternehmen und wir müssen was tun. Aber was machen wir denn? Ja, woher kommt denn unser Beitrag überhaupt zu diesen Emissionen? Was können wir denn tun, um das zu verbessern? Dazu komme ich auf ein Bild, das hat Herr Behle schon ganz ähnlich verwendet. Wo kommen denn die Emissionen her? Da gibt es zum einen mal die Emissionen am oberen Teil, die Scope 1 und 2 Emissionen aus unserer direkten Tätigkeit. Das ist das, was in unseren direkten Händen liegt, sozusagen. Und dann gibt es den zweiten Teil, diese sogenannten Scope 3 Emissionen. Das sind diese Emissionen, die praktisch unsere Lieferanten in ihren Prozessen haben, wenn sie unsere Rohstoffe herstellen. Die werden natürlich auch in unserem sogenannten Product Carbon Footprint belastet, weil ja im Prinzip die Kohlenstoffleckage, die bei unseren Lieferanten und bei uns entsteht, die Gesamtleckage, die an ein Produkt zuzuweisen ist, ermittelt. Klar ist, im Moment noch nicht berücksichtigt ist, was die Kunden denn mit unseren Produkten treiben. Das ist jetzt in dieser Betrachtung hier noch nicht berücksichtigt. Das wird aber in Zukunft sicherlich auch eine Rolle spielen. Unsere Gruppenziele in der BASF haben wir jetzt erstmal festgelegt auf die Scope 1 und Scope 2 Emissionen, weil das sind die Dinge, die wir wirklich selbst in der Hand haben. Und da müssen wir anfangen und da müssen wir konkret anfangen. Wir werden nachher auch drauf kommen noch, was machen wir denn bei diesen Scope 3 Emissionen? Was ist dort unser Ansatz? Und wie versuchen wir dort einzugreifen? So, also was haben wir uns vorgenommen und was haben wir denn schon getan? Sie sehen hier unsere Ziele bis 2030 wollen wir erreichen, dass gegenüber dem Basiswert von 2018 wir eine Reduktion von 25%, nämlich von diesen 21,9 Millionen Tonnen, die Sie auf der rechten Seite sehen, bis zu den 16,4 Millionen Tonnen in 2030 erreicht werden, sodass wir dann
2050 die Klimaneutralität erreichen. Das beinhaltet beides. Die Reduktion der Emissionen in unseren laufenden Anlagen und auch Wachstumsprojekte. So, das heißt, aber ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, ist auch, den wir beobachten müssen, der kommt sicherlich auch bei der CCS-Diskussion nochmal. Es ist nicht wichtig, wann wir Klimaneutralität erreichen. Aber es ist entscheidend, wie viel emittieren wir noch, bis wir klimaneutral werden. Das heißt, ob wir 5 Jahre früher oder später klimaneutral werden, ist aus meiner Sicht sekundär. Aber die Mengen, die wir bis dahin noch in Anführungszeichen rausblasen, die müssen wir reduzieren. Und dort spielt Carbon Capture and Sequestration sicher nicht eine Rolle als Übergangslösung, nicht als definitive Lösung. So, nun, wo kommen denn unsere Emissionen her? Was können wir denn tun? Wir haben in der BASF-Gruppe etwa 22 Millionen Tonnen Emissionen CO2 pro Jahr. Was Sie sehen ist, es zerfällt im Prinzip in 2x50%. Auf der linken Seite sehen Sie praktisch unsere Energieanlagen, also die Energie, um unsere Prozesse zu treiben. Da geht es natürlich um das Thema Wärme, da geht es aber auch um Thema Kraft, vor allem aber um Wärme. Sind bei 50%, entfallen beide etwa auf Strom und auf Dampf, die wir kombiniert erzeugen dieser Tage, überwiegend. Auf der rechten Seite sehen Sie die sogenannten Upstream-Geschäfte, das sind also die Grundprodukte, die Petrochemikalien, der Herr Fleiter hat es vorher angesprochen, Ethylen zum Beispiel, Ammoniak, wo wir die großen Emissionen haben. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir auch, dass ein Großteil dieser Emissionen dort auch energiebedingt sind, weil nämlich genau dort diese vorher genannten Öfen stehen, die auch hohe Emissionen haben. Das heißt, wir können eigentlich unterm Strich sagen, dass etwa 80 oder mehr als 80% unserer Emissionen durch die Energieerzeugung, die wir zum Treiben unserer Prozesse brauchen, kommt. Also nicht aus einer stofflichen Emission, wie es zum Beispiel bei der Zement- und Stahlindustrie ist. Bei uns in der Chemie, vielleicht überraschend, kommt es vor allem aus der Energie. Das heißt, wenn wir etwas tun wollen, dann müssen wir beim Thema Energie ansetzen. Und wir haben uns dann angeschaut, wie kommen wir denn, mit welchen Bausteinen kommen wir denn auf das Ziel, das wir uns vorgenommen haben. Sie sehen hier nochmal die 25% Reduktion inklusive Wachstumsprojekten, die wir uns bis 2030 vorgenommen haben. Und was eigentlich das härtere Ziel ist, 25%, hört sich vielleicht gar nicht so hart an, aber wir müssen im Bestand, das heißt die Anlagen, die heute laufen, die müssen auf die Hälfte bis 2030 kommen. Und wenn Sie wissen, dass Investitionszyklen in der chemischen und vor allem in der Grundstoffindustrie 5 Jahre sind, dann wissen Sie, dass wir nicht mehr viel Zeit haben. Welche Bausteine haben? Der erste Schritt ist natürlich, und das sollte man immer betrachten, OPEX sehen Sie hier, das sind sogenannte Operational Excellence Maßnahmen, das heißt Energieeffizienz steigern. Das macht auf jeden Fall Sinn, da haben wir so zwischen 0,5 und 1% pro Jahr Maßnahmen, die wir umsetzen, um die Effizienz, um die Emissionen um 0,5 bis 0,7% pro Jahr zu reduzieren. Ein zweites Thema sehen Sie auch, Biobased Feedstocks spielt eine relativ kleine Rolle, das wurde auch schon angenannt, aufgrund der Verfügbarkeit und auch der Mengen in der Konkurrenz zu natürlich anderen Verwendungen, also als Nahrungsmittel zum Beispiel. Dann ein nächstes Thema ist natürlich ganz wichtig, alternative Technologien, das wurde schon genannt, Öfen, Ersatzbefeuerung, werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer drauf kommen. Dann ein großes Thema, weiter links noch sehen Sie, Power to Steam wurde auch angesprochen. Wie wird industrielle Dampferzeugung und Wärmeerzeugung auf neue Beine gestellt? Und dann der große Block. Wir müssen heute graue Energie, Graustrom, den wir einsetzen, über grüne Quellen abdecken. Und in all diesen, wir nennen diese die Bausteine, Building Blocks, in all diesen Bausteinen sind wir aktiv. Und da will ich Sie jetzt kurz mal ein bisschen durchführen. Zum einen haben Sie vielleicht in der Presse auch gesehen, wir haben uns aktiv bemüht, auch in die Investition in einen Windpark zu gehen, zusammen mit Vattenfall an der holländischen Küste Süd. Das wird ein Windpark sein, der 2023 vollständig in Betrieb geht, 1,5 Gigawatt Leistung hat. Der erste Strom wurde schon produziert zu Testzwecken im August 2022. Insgesamt werden wir 140 Turbinen dort bauen und dann natürlich Zugang zu Grünstrom haben. Das ist extrem wichtig, denn wir wollen bis 2030, sehen Sie in dieser Darstellung, erreichen, dass wir den heutigen Strombedarf des Konzerns, etwa 17 Terawattstunden weltweit aus grünen Quellen, decken. Und was Sie dann im schraffierten Bereich nach rechts sehen, das hat damit zu tun, wie wir wachsen. Das hat aber auch damit zu tun, vor allem im schraffierten Bereich, wie wir mit der Elektrifizierung, der Nutzung, der Einbringung von elektrischer Energie in unsere Prozesse, die heute überwiegend verbrennungsbasiert sind, wie wir damit technisch auch vorankommen. Also ein ambitionierter Plan und dazu müssen wir auch die Rückwärtsintegration im Blick behalten. Dann der zweite Baustein, der auch schon angesprochen wurde, ist, heute sind die überwiegende Energieerzeugung bei uns ist gasbasiert. Das ist ein Riesenvorteil für die BASF aus Emissionssichten seither gewesen.
Denn aus Emissionsseite war das sehr gut. Jetzt fällt uns das ein Stück weit auf die Füße. Aus zwei Gründen. Das erste ist natürlich die leidige Ukraine-Krise. Die brauche ich nicht anzusprechen. Hier muss ich das Wort Krise wirklich verwenden. Ist wirklich sehr, sehr unglücklich. Das zweite ist aber auch, dass wir natürlich manche Gewinne nicht mehr realisieren können, weil die Umstellung von Kohle basiert auf Gas basiert, die haben wir schon vor vielen Jahren gemacht. Also emissionsseitig eigentlich gut unterwegs. Jetzt ist natürlich diese Krise durch den Krieg in der Ukraine, womit ja schwer zu rechnen war oder keiner darauf wirklich gehofft hat, dass das zu vermeiden wäre. So, dann, wie machen wir das? Angesprochen wurden die Elektroden, Boiler, E-Boiler nennen wir die, aber auch Wärmepumpen und dann last but not least auch noch E-Motoren, wo wir Dampfturbinen ersetzen durch Elektromotoren. Zum Beispiel in Spanien haben wir das gemacht, weil dort erneuerbare Energie günstig und zuverlässig verfügbar ist, mit gutem Erfolg. Was man hier sieht, ist eigentlich die Umkehrung. Seither war so, man hat erst Dampf erzeugt und dann Strom gemacht. Das wird sich in Zukunft umkehren wahrscheinlich. Wir machen dann Strom und aus dem Strom machen wir wieder Dampf. Wir werden aber auf jeden Fall eine Entkopplung der Strom- und Dampfproduktion bekommen. Das heißt, was seither gut war, die Kraft-Wärme-Kopplung, wird in der Zukunft so nicht mehr unbedingt möglich sein, weil ja der Strom erzeugt wird, direkt und ohne über Dampf zu gehen. Das ist also eine sehr große Veränderung und Sie haben es gesehen, ein Großteil unserer Emissionen kommt tatsächlich aus dem Strom- und Dampfsystem. Das heißt, da ist für uns ein sehr großer Umbau nötig und Herr Wenzel vom KI weiß ja genau, dass wir da sehr aktiv sind mit allem Wohl und Wehe. Dann der zweite Punkt, wie kriegen wir den Strom in unsere Prozesse, wenn es nicht der Weg über das Strom- und Dampfsystem ist? Da gibt es eine zweite Sache, da kann ich Sie an die Frau Haunert verweisen, die ist heute hier, ist unsere Projektleiterin für unser Projekt, wo wir wirklich versuchen, einen Hochtemperaturofen für unsere Steamcracker elektrisch zu beheizen. Das machen wir zusammen mit der Firma Sabic und Linde, weil so eine fundamentale Entwicklung ist eigentlich vom Risiko her für eine Firma nicht zu stemmen. Und wir haben auch gehört, dass wahrscheinlich eine volle Elektrifizierung nicht unbedingt der Gang der Dinge sein wird, auch nicht für diese Öfen, sondern wir werden Teilelektrifizierung machen. Das heißt, um große Skalierung und große Nutzung zu bekommen, brauchen wir mehrere Partner, auch auf der Produktionsseite. Da haben wir uns mit der Firma Sabic zusammengetan und Linde ist unser gemeinsamer Technologieprovider. Wir sind begonnen, diese Pilotanlage zu bauen und sind zuversichtlich, dass wir die in 2023 in Betrieb nehmen werden und dann werden wir eine steile Lernkurve sicherlich ablegen da. Das nächste habe ich auch kurz angesprochen. Wir sehen hier unsere kontinuierliche Verbesserung, OPEX, also Operational Excellence nennen wir das, wo wir jedes Jahr einen gewissen Anteil unserer Emissionen reduzieren können. So Größenordnung, reine Energieeffizienzmaßnahmen, etwa ein halbes bis etwas mehr Prozent der Emissionen pro Jahr kriegen wir eigentlich jedes Jahr los, dadurch, dass wir einfach die Energieeffizienz weitertreiben. Das ist eine ganz wichtige und bleibt eine ganz wichtige Maßnahme. Aber das alleine wird bei weitem nicht ausreichen. Nächstes Thema, Wasserstoff. Wir haben es gehört, Wasserstoff, was ist es? Ist es ein Hype oder ist es die Rettung? Die Wahrheit ist wahrscheinlich dazwischen. Wir müssen eins mal sehen, Wasserstoff für die chemische Industrie hat eine lange Tradition. Sie sehen es auf der linken Seite dieser Darstellung. Das hat für uns vor allem die Rolle eines Rohstoffes, der in ganz unterschiedlichen Dingen, vor allem natürlich im Ammoniak, aber auch in einem breiten Einsatz von Chemie eingesetzt wird. In der Zukunft, und es ist nicht getrieben durch die chemische Industrie, sind eigentlich die großen Hoffnungen, das sehen Sie auf der rechten Seite bei diesen drei blauen Blöcken, vor allem als Energieträger. Interessant. Für uns ist Wasserstoff als Energieträger, sage ich Ihnen klar, weniger interessant, denn Sie haben das knappe Gut erneuerbare Energie. Durch die Umwandlung in Wasserstoff haben Sie 20-30% Verlust. Wenn Sie das Wasserstoffgas nachher energetisch nutzen, haben Sie diese 20-30% Verlust realisiert. Deshalb setzen wir weiter auf die chemische Nutzung von Wasserstoff. Das ist für uns das Allerwichtigste. Deshalb sind wir auch sehr für reine Wasserstoffnetze und nicht für die Beimischung ins Erdgas. Denn das neue Feld, das bei uns entsteht, das sehen Sie rechts unten mit dem Grünen. Wir glauben, dass wir mit Wasserstoff als Reduktionsmittel die Reaktivierung von Kohlenstoff aus dem CO2 wieder voranbringen können. Und dort können wir den Kohlenstoff dann im Kreis halten und geben ihn nicht in die Luft ab. Und dort hat der Wasserstoff für uns
eine besondere Rolle, die er in dem Ausmaß in der Vergangenheit nicht hatte. Aber da setzen wir sehr stark drauf. Das ist die ganze Thematik CCU. Durch das CCU haben wir einen Hebel, wo wir deutlich über dem Heizwert des Wasserstoffs Wert erlösen können und damit diesen 20-30%igen Verlust durch die Wasserelektrolyse mehr als ausgleichen können. Nächstes Thema, Carbon Capture and Sequestration. Ich habe es vorher gesagt, für uns ganz klar ein Übergangsmittel. Es ist kein Mittel, um jetzt sich davon zu stehlen, so wie es vorher auch in dem Trilemma mal schön dargestellt wurde, dass das Vertrauen für das kurzfristig, für die schnelle Lösung oft nicht da ist, weil man glaubt, dass damit irgendwelche Präzedenzfälle und Login-Szenarien geschaffen werden. Das ist absolut nicht der Punkt. Aber so wie ich es vorher gesagt habe, es ist wichtig, wie viel CO2 wir bis zum Erreichen der Klimaneutralität, der CO2-Neutralität ausstoßen. Und um das zu reduzieren, ist CCS ein naheliegendes und sinnvolles Mittel. Wir verfolgen das in Antwerpen, an unserem zweitgrößten Standort, zusammen mit der Firma Air Liquid und externen Partnern. Ganz viel Regulatorik, die da noch zu regeln ist, weil wir werden dieses CO2 über mehrere Ländergrenzen bewegen müssen. Wir haben eine Förderung durch die EU bekommen. Sehr langwierige, schwierige Prozesse, aber wert und, glaube ich, auch einiges an Learning, an Lernerfahrung, nicht nur für uns, sondern auch für die Behörden, die da sind. So, damit wollte ich Ihnen eigentlich zeigen, zurück zu dieser Grafik. Wir haben uns auf den Weg gemacht und Sie sehen auch in den Zeiten 2018 bis 2021, das hat einen Effekt. Wir bewegen uns in diese Richtung mit Ups und Downs. Sie sehen aber auch, dass wir einen Plan haben, wie wir in dieses Ziel 2030 zumindest mal und dann natürlich 2050 reinlaufen können. Sie sehen auch, dass wir uns schon Gedanken gemacht haben, welche dieser Bausteine welchen Beitrag liefern können. Natürlich sind es Korridore, das ist klar, aber wir haben die gute Zuversicht, dass wir mit einer Mischung von Maßnahmen, es wird nicht die eine Maßnahme geben, diesen Pfad bis 2030, dieses Zwischenziel, und es kann nur ein Zwischenziel sein, erreichen können. Wir haben noch ein paar Pfeile im Köcher, wir haben ein paar schon abgeschossen, einige haben auch getroffen, nicht alle, auch damit müssen wir klarkommen, aber wenn man keine Pfeile hat, dann kann man nicht mal daneben schießen. So, gut, also ich habe Ihnen jetzt gezeigt, was tun wir an der Stelle, an der wir die Dinge voll in unseren eigenen Händen haben. Nun, die Frage ist, die sich als nächstes stellt, ich habe es vorher angedeutet, welche, wenn Sie jetzt diese Scope 1, Scope 2, Scope 3 Situation betrachten, habe ich seither einfach nur über Scope 1, Scope 2 gesprochen, die Dinge, die wir selbst in den Händen haben, aber was natürlich unser Kunde nachher in den Händen hat, das hat natürlich auch damit zu tun, was kommt mit diesem sogenannten Scope 3 in dem Bild auf der linken Seite mit den Rohstoffen schon an. Und diese sogenannte Cradle to Gate, was eigentlich unser Product Carbon Footprint dann abbildet, also wie viel CO2 bringt ein Produkt beim Beginn seiner Nutzung mit, das ist natürlich ein ganz wichtiges Kriterium, ein zunehmend wichtiges Kriterium für unsere Kunden. Das heißt, wir müssen betrachten, wie eigentlich die Kohlenstoffverluste sind, so wie ich es vorher gesagt habe, in der Phase der Rohstoffherstellung, aber dann auch in der Herstellung der Produkte. Tatsächlich ist es so, was Sie hier sehen, ich habe eigentlich jetzt lange geredet über eigentlich nur 25% unseres Product Carbon Footprints, etwa 70-75% kommen eigentlich aus der Herstellung der Rohstoffe, 70%, und da müssen wir auch was tun, was können wir da tun? Wir können andere Rohstoffe einsetzen, zum Beispiel, das ist nicht so einfach, weil das natürlich auch von unseren Kunden abhängt. Aber wir können vor allem eines schaffen, wir können Transparenz schaffen, welchen Product Carbon Footprint bringt denn welches Produkt mit und gibt es Alternativen. Denn eins ist auch klar, wenn ich zurückgehe zu meinem Shampoo-Beispiel, wenn ich jetzt, egal durch eine veränderte Rohstoffbasis, zum Beispiel durch Biorohstoffe oder wenn ich durch neue Technologien, wie ich sie Ihnen gezeigt habe, oder durch den Umbau meiner Produktionsstätten darauf reagiere, dann wird es zu Mehrkosten führen. Die Mehrkosten sind völlig normal. Wir haben seither den Müll unserer Energieerzeugung, was CO2, das man in die Gasphase abgibt, umsonst entsorgt. Die Zeit ist vorbei. Das heißt, es kommen Kosten in unsere Bilanzen, die seither da nicht waren. Und irgendjemand muss die tragen und am Ende wird es der Endkunde sein. Viele Endkunden haben damit kein großes Problem, denn sie sehen auch, der Effekt, der durch die Stoffe kommt, jetzt hier in diesem Beispiel beim Shampoo, um vom 500 Gramm pro Flasche Shampoo auf 0 Gramm CO2 Fußabdruck zu kommen, haben Sie nur etwa 5-15% mehr Kosten. Wir haben das in verschiedenen Wertschöpfungsketten durchgerechnet. Wir haben das auch für Kraftfahrzeuge durchgerechnet, ist der Anteil noch viel geringer.
Das heißt, ja, es sind höhere Kosten, sie sind aber nicht astronomisch und wir sehen immer mehr, gerade auch konsumentennahe Segmente sind bereit, diese Kosten zu tragen, unter einer Voraussetzung, dass es nachprüfbar ist, dass die Fußabdrücke, die wir angeben, auch wirklich Tatsache sind. Und deshalb haben wir uns große Mühe gegeben, ein System zu entwickeln, auch datengetrieben, softwaregestützt, um wirklich nachprüfbar zu machen. Und es ist tatsächlich zertifiziert und auditierbar durch KPMG, dass wir auf Basis der Produktionsprozesse, die wir einsetzen und der Rohstoffe, die wir einsetzen, ausrechnen können, sagen können, wie sieht der Carbon Footprint der Produkte aus, die wir an unsere Kunden abgeben. Diese zertifizierte Gewissheit ist unheimlich wichtig, um die Märkte entstehen zu lassen. Wir haben da eine gewisse Vorreiterrolle eingenommen, weil wir eigentlich keine andere Chance sehen, diese Märkte entstehen zu lassen. Und wir sind da auch nicht alleine unterwegs. Und wenn jemand daran Interesse hat, sich mit diesem System vertraut zu machen, sind wir gerne bereit, es zu bestimmten Bedingungen zu teilen. Aber es geht nicht darum, dass wir hier irgendwas unter die Decke halten. Wir müssen halt sehen, wie wir unseren Aufwand da wieder dann rekuperieren, aber grundsätzlich wollen wir unbedingt, dass dieses Werkzeug in die breite Anwendung kommt, in unserer Industrie, aber auch in anderen. Ganz praktisch sieht es dann so aus, sehen Sie hier, das ist tatsächlich auf der linken Seite die Product Carbon Footprints der Produkte in ihrer Standardform, das ist diese blauen Balken und die Zahlen. Und auf der rechten Seite sehen Sie dann, wie viel CO2 können Sie sparen, wenn Sie ein Produkt kaufen, das entweder mit einem anderen Rohstoff hergestellt wurde oder mit einem anderen Produktionsverfahren. Und ganz rechts unten sieht man dann die Einsparungen über das gesamte Einkaufsportfolio, das irgendwelche Kunden dann bei uns haben, was sie dann an CO2 einsparen können, wenn sie auf diese anderen Produkte gehen. Diese Transparenz ist wichtig und ich sage es nochmal, wir teilen die Methodik und auch die Werkzeuge gerne mit anderen, die interessiert sind, um den Markt hochzukriegen. Das hat auch gewisse Erfolge, gerade die konsumernahen Kunden bei uns, jetzt hier im Beispiel die Firma Henkel, viele Marken kennen Sie von Henkel, hat sich sehr verpflichtet, ihre Klimaziele da nach vorne zu bringen. Wir haben dann zunächst einen Test laufen lassen, das sehen Sie hier an dieser Marke Love Nature, das war in 2021, hat man einfach mal versucht, wie gehen solche Produkte in den Markt und Henkel hat gesagt, ja, das funktioniert sehr gut und wir werden jetzt auch unsere Kernmarken, Sie sehen hier Persil, Pril und ich will nicht weitere Werbung machen, die werden jetzt auch auf diese Rohstoffe umgestellt und es wird dann auch auf den Etiketten entsprechend marketingmäßig verarbeitet. Das heißt, der Henkel hat sich da ambitionierte Ziele gesetzt. Sie sehen es auf der Folie, in 4 Jahren wollen Sie Ihr Produktportfolio auf solche Produkte umstellen. Das ist ein guter Schritt, aber Sie verlassen sich da sehr natürlich auch auf die zertifizierte Gewissheit, die wir Henkel dort bieten können mit unserem Werkzeug, diesem Product Carbon Footprint Berechnungswerkzeug. So, damit bin ich auch schon fast durch. Was ich Ihnen sagen wollte ist, es geht nicht um CO2-Neutralität, es geht schon gar nicht um Dekarbonisierung. Es geht um den verantwortlichen Umgang mit der natürlichen Ressource Kohlenstoff, die eine sehr wertvolle ist. Da gibt es verschiedene Hebel, die man nehmen kann. Ja, dieses Carbon Management, wie treiben wir den Kohlenstoff im Kreis, dort wo wir ihn haben wollen, wie bringen wir ihn auf den richtigen Platz, spielt eine große Rolle. Dabei müssen wir aber auch Randbedingungen betrachten. Eine Randbedingung ist, erneuerbare Energie wird auf absehbare Zeit knapp sein. Das heißt, wir müssen sehen, mit welcher Maßnahme haben wir denn den besten Hebel, mit dem wir grüne Energie in CO2-Einsparung umsetzen. Sie sehen ein paar Kennzahlen für technologische Ansätze auf der Folie, die wir verfolgen. Ganz wichtig natürlich auch die Kreislaufwirtschaft per se, darüber habe ich jetzt weniger geredet, aber das ganze Thema des Kunststoffrecyclings spielt eine große Rolle, auch bei uns. Recycling von Autoreifen, Recycling von Kunststoffabfällen, um das dann wieder in die Wertschöpfung hineinzubringen. Das heißt, nicht Kohlenstoff aus der Erde holen, sondern der auf der Oberfläche ist, auf der Oberfläche halten und schon gar nicht in die Luft abgeben. Natürlich, Low Carbon Footprint kommt auch mit biobasierten Produkten. Was machen biobasierte Produkte, biobasierte Rohstoffe? Sie sammeln im Prinzip aus der Luft den Kohlenstoff ein und bringen dann den Kohlenstoff wieder in eine Verwertung auf der Oberfläche. Und dort trifft sich im Prinzip das, was vorher vielleicht die Frage war, Direct Air Capture und Bio-Based Produkte. Im Prinzip sammeln beide, das Direct Air Capture und die biobasierten Rohstoffe sammeln Kohlenstoff
aus der Luft ein. Auch das muss man sich anschauen. Ganz wichtig ist, wir müssen das nicht alleine machen. Wir sind zwar eine große Firma, aber die Herausforderung ist noch größer. Wir haben diese Anstrengungen bewusst auch geteilt. In der Industrie 2019 haben wir eine Low Carbon Emitting Technologies Initiative der chemischen Industrie gestartet. Unser Vorstandsvorsitzender hat damals das Treffen in Davos vom Weltwirtschaftsforum genutzt, um wirklich eine Allianz zu formen. Die Technologievorstände aller dieser Chemiefirmen, die sind dann Mitte 2019 nach Ludwigshafen gekommen und wir haben uns gemeinsam überlegt, was können wir als Industrie tun. Diese Initiative gibt es heute noch. Es sind weniger, aber sehr viel entschlossenere Partner, als es damals waren. Wir sind mit 20 begonnen, sind jetzt vielleicht noch bei 12, 13. Wir wachsen wieder. Aber es ist ganz wichtig, dass man diese Dinge nicht alleine machen muss und auch nicht alleine machen kann. Was wir auch beobachten bei diesen Initiativen ist, dass die Technologie an sich in den vielen Fällen nicht das Problem ist. Also wir haben viele technische Lösungen. Ich habe Ihnen ein Beispiel genannt, das ist sicher dieser Elektroofen, der jetzt neu ist, das ist eine neue Technologie, aber die meisten Technologien, die sind verfügbar, sie müssen nur in einem anderen Kontext angewandt werden. Häufig, gerade Thema Wärmepumpen, jeder hat zu Hause eine Wärmepumpe im Kühlschrank, das wird jetzt nur in anderer Größenordnung, in anderer Dimension, in einem anderen Kontext betrieben. Auch die Geschäftsmodelle ändern sich. Wir haben es vorher gesehen, jemand hat einen CO2-Abgasstrom wie im Zement, den kann ich in der Chemie wieder als Rohstoff, als Kohlenstoffquelle verwenden. Es wird andere Modelle der Zusammenarbeit geben, das ist wichtig. Nochmal kurz zusammengefasst, was ich gerade schon gesagt habe, ja, wir entwickeln in Teilen neue Technologien. Das ist notwendig, aber das alleine wird es nicht machen, denn sehr, sehr vieles, was wir brauchen, ist schon da. Wir müssen es nur anders einsetzen. Grüne Energie ist Conditio sine qua non. Wir sind eine energieintensive Industrie und viele andere auch, gerade im Grundstoffbereich, Glas haben wir gehört. Grüne Energie ist der Schlüssel, aber auch der wird es nicht alleine tun, weil selbst wenn wir die grüne Energie haben, brauchen wir den ersten Baustein. Wie bekommen wir sie in unsere etablierten Prozesse, in unsere etablierten Systeme? Dort bin ich bei Ihnen, Herr Behle, sind absolut Systemlösungen gefragt. Es wird nicht die eine Lösung geben. Auch die lokale Unterschiede werden überall auf andere Lösungen führen. Und das müssen wir auch erschaffen. Das zweite ist, der dritte Punkt dann hier ist, der Markthochlauf für Produkte, die teurer sind, weil sie einfach ja, für den Abfall, den sie verursachen, aufkommen oder ihn vermeiden. Die müssen ihren Markt finden und es muss auf eine zertifizierte Art belegbar sein, dass das andere Produkte sind, dass das Produkte sind, die zukunftsfähig sind, die Nachhaltigkeit unterstützen. Der letzte Punkt, ich will ihn eigentlich anders darstellen. Aus meiner Sicht ist die Transformation weniger ein technisches Problem als eine Veränderung des, jetzt muss ich wieder ein englisches Wort nehmen, des Mindsets, des Denkens. Und zwar aus verschiedenen Perspektiven. Wir haben vorher diskutiert, Technologieoffenheit ist, glaube ich, wichtig. Da gibt es verschiedene Aspekte, wie gehe ich mit CCS um, bis hin zu der Frage, welche Kältemittel kann ich in Wärmepumpen großzügig einsetzen und welche nicht, was kann ich mir da erlauben. Das ist eine Diskussion, die muss man führen, da gibt es nicht richtig oder falsch, da geht es um Balance. Das heißt, Technologieoffenheit ist wichtig. Ganz wichtiges Thema, wir haben es auch gehört, Förderung. Viele unserer Fördermechanismen heute, die kommen eigentlich aus der Zeit, in der die Industrie normal lief, wir in einem Wettbewerb standen. Vieles, was heute in der Förderpolitik läuft, kommt eigentlich aus dem Wettbewerbsrecht. Man möchte vermeiden, dass es ein unfairer Wettbewerb ist. Vielleicht brauchen wir jetzt unfairen Wettbewerb. Wir brauchen eine Unterstützung für diejenigen, die sich aufmachen, sich bewegen und ein gewisses Risiko eingehen. Entweder weil sie diese Produkte nicht zu diesem Preis verkauft bekommen oder weil auch meine Technologie nicht funktioniert. Also wir müssen Risiko mitigierend fördern und weniger aus dem Wettbewerbsrecht. Denn was wir auch sehen in unserer Industrie, nichts ist wirksamer als der Druck der Mitbewerber. Das heißt, wenn sich einer bewegt, dann bewegt man sich schon mal mit. Letzter Punkt, ganz wichtig, war mein Punkt, wir müssen Koalitionen bauen, nicht nur innerhalb der Industrie, sondern auch über Industriesektoren hinweg. Mit den Gemeinden, der Herr Behle hat es angesprochen, Fernwärmeintegration, mit anderen Industrien, Zement war verschieden angesprochen, aber auch Stahl. Das heißt, das wird ein wichtiger Teil sein, diese Veränderung der Geisteshaltung, wie wir da in dem Systemdenken gemeinsam vorankommen. So, damit bin ich am Ende. Danke Ihnen sehr herzlich und bitte Sie, nicht weiter die Dekarbonisierung zu betreiben. Ja.
herzlichen Dank an Herrn Unger von BASF. Wir waren tatsächlich jetzt schon so ein bisschen am Schreiben hier von Seiten des CDI, ob die Mittagspause wohl dann lang genug ist, um hier alles umzubenennen in Cluster zur Schließung des Kohlenstoffkreislaufs. Wir haben es diskutiert, aber auch wieder verworfen, weil ich glaube, sonst gehen hier alle hungrig in den Nachmittag. Herr Unger, es wurden zwei Fragen aus dem Chat an Sie gerichtet. Es wurden nämlich noch Zahlen vermisst aus Ihrem Vortrag. Es geht um die Scope 3 Treibhausgasemissionen, also das heißt entlang der Wertschöpfungskette. Ob Sie diese Daten quantifiziert haben und ausdrücken können oder wissen, wie viel Prozent bei Ihnen Scope 3 im Durchschnitt ausmacht? Ja, das war tatsächlich auf einer der Folien. Ah, okay. Es ist etwa 70% der Emissionen in dem Product Carbon Footprint kommen mit den Rohstoffen. Das ist dieser Teil der Scope 3 Emissionen. Und dann sind es etwa 20%, die aus unseren Produktionsprozessen kommen. Was ich nicht berücksichtigt habe und wo es ganz schwierig ist, auch für unser breites Portfolio Zahlen zu bekommen, sind, welche Emissionen entstehen bei unseren Kunden? Was machen die Kunden mit unseren Produkten? Und danach, wir haben natürlich auch Analysen, Lifecycle-Analysen für unsere Produkte. Aber wenn Sie sich vorstellen, unsere Produkte, die gehen von Verpackungsmaterialien bis zu Pflanzenschutzmitteln, da ist es extrem schwer zu sagen, was passiert praktisch in der Anwendung. Aber was wir sehr genau beschreiben können, ist, was kommt mit den Rohstoffen? 70% ist ja da, was von den Rohstoffen kommt. 20-25% kommt bei uns dazu, das ist klar. Ja. Das ist interessant, dass Sie Rohstoffe sagen, weil das ist nämlich auch gleich die zweite Frage, die hier aus dem Chat kam. Wie sieht es denn da mit der Klimaneutralität in den Rohstoffen aus? Sie haben das gesagt, bei Plastikarten 3/5 des Kohlenstofffußabdruck, auch inklusive der Entsorgung. Also das heißt, vielleicht kann ich da noch eine eigene Frage anschließen. Welche Datentransparenz haben Sie denn da zum Beispiel? Also wenn ich jetzt an die, ich sage Datentransparenz auch deshalb, weil der VCI, der Verband der Chemischen Industrie, hat ja in seinen Eckpunkten jetzt Ende Oktober genau das ja als irgendwie ein Kernpunkt definiert, wenn es um die Klimaneutralität in der chemischen Industrie geht. Also wie gehen Sie damit um? Was wissen Sie darüber? Und welche Prozesse sehen Sie auch dort? Ja. Das ist eine gute Frage. Also Datenlage, Datentransparenz ist ein kritischer Fall, weil Sie natürlich, wenn Sie jetzt Ihren Lieferanten fragen, wie ist denn der Fußabdruck von deinem Kohlenstoff, von deinem Produkt, dann können Sie Rückschlüsse darauf ziehen, wie er den erzeugt. Das mag natürlich nicht jeder, weil wenn Sie darauf Rückschlüsse ziehen können, wie ein Rohstoff erzeugt wird, können Sie auch etwa abschätzen, wie die Kostenstruktur ist. Das ist völlig klar. Ja, deshalb gibt es da eine gewisse Zurückhaltung, die ist auch normal und ist geschäftlich auch erforderlich, einfach schon aus Gründen der gesetzlichen Lage. Das heißt aber, wir kommen mit unseren Lieferanten immer weiter, dass die uns sagen, ja, wir können wenn die in ihrem Schritt genau das Gleiche machen, was wir machen, auch eine zertifizierte Methode haben, wie sie zu ihrem Fußabdruck kommen, und dann können wir den einsetzen. Aber das ist in der Tat ein Schwachpunkt bei den Rohstoffen. Beide Punkte, den Sie ansprechen, ist das Thema mit dem Ende der Lebenszeit von diesen Produkten, also Recycling. Da ist es noch schwieriger. Wir versuchen das im Moment dadurch zu lösen, weil Sie müssen ja dann ganze Wertschöpfungsketten betrachten, das Einsammeln dieser Abfälle, das Trennen dieser Abfälle, die Aufarbeitung dieser Abfälle. Das ist eine sehr lange, unübersichtliche Kette. An Teilen sind wir an der beteiligt, aber nicht natürlich in der ganzen Länge. Da sind dann solche Firmen wie Veolia, Remondis und so weiter beteiligt. Also, long story short, wir haben 70% kommen mit den Rohstoffen, das können wir ganz gut quantifizieren, mit Dialog mit unseren Lieferanten. Unsere Emissionen können wir gut quantifizieren. Was beim Kunden und danach passiert, ist schwieriger, muss man aber irgendwann auch angehen. Es gab jetzt noch einen Nachsatz zu dieser Frage zu den Scope 3 Emissionen. Da war konkret der klimaneutrale Kohlenstoff gemeint. Können Sie das quantifizieren? Der klimaneutrale Kohlenstoff. Ich kann es jetzt hier auch nicht präzise ausdrücken, weil das ist das, was ich hier auf dem Zettel habe. Ja. Aber das macht nichts. Ich gucke jetzt mal. Bioanteil war da gefragt, ich weiß es nicht. Ja. Also ansonsten gerne nochmal nachhaken. Herr Unger ist auch auf dem Panel nachher noch mit. So, ich schaue jetzt mal erwartungsvoll in die Runde. Herr Fleiter, bitteschön. Ja, ich fand Ihr Beispiel mit dem CO2-neutralen Shampoo so sehr schön, weil es halt illustriert auch, wie diese grünen Märkte aussehen können. Und ich glaube auch, da liegt riesiges Potenzial, um auch die Transformation finanzierbar zu machen.
Jetzt ist es ja in dem Beispiel so, genau, Sie haben den Carbon Footprint berechnet und Henkel wird jetzt diese Produkte auf den Markt bringen und da wird irgendwie draufstehen, CO2-neutral hergestellt oder CO2-neutrales Produkt. Was denken Sie, was bräuchte es noch, damit diese Märkte wirklich fliegen? Also bräuchte man zum Beispiel ein Label, wie ein Bio-Label, ein offizielles Label, das sagt, dass diese Produkte wirklich zertifiziert CO2-neutral sind, das vergleichbar ist über alle Hersteller hinweg. Wäre das eine Möglichkeit, um diese Märkte wirklich größer zu machen? Weil auch, zum Beispiel aus der Bio-Lebensmittelbranche, so, da sieht man ja auch, dass die Mehrpreise für so zertifizierte Produkte eigentlich viel höher sind und dass die auch gezahlt werden. Also ist das ein Weg, um irgendwie diese Märkte schneller und größer zu machen? Ja, also ich würde sagen, wenn ein Label hilft, dieses Vertrauen zu schaffen, dass die Nachprüfbarkeit und die Zertifizierbarkeit, dass die gegeben ist, dann ist ein Label gut. Es gibt ja da auch Versuche, gab es früher schon einen blauen Engel und Dinge dieser Art. In anderen Anwendungen gibt es ein CE-Zeichen, das ist wieder eine andere Zielrichtung. Wenn sowas hilft, dieses Zutrauen, dass das wirklich substanziell richtig ist, was hier gemacht wird, zu erhöhen, dann macht es auf jeden Fall Sinn. Ob und wie das entsteht, wird wahrscheinlich die Zeit zeigen. Ich sage nur eins, wir sind gerne bereit, und da gibt es ja auch Initiativen, zum Beispiel Together for Sustainability, die dann auch global aktiv sind. Wir sind gerne bereit, die Methode, die wir entwickelt haben, in solche Initiativen reinzubringen, um dann möglicherweise sogar zu helfen, so ein Label zu entwickeln. Jederzeit, es hilft allen. Ja. Müsste da vielleicht sowas hinzukommen, was jetzt auch nochmal durch den Chat kam, und ich interpretiere das so, dass das auf den gesamten Lebenszyklus gibt, sowas wie ein Produktpass zu entwickeln, der ja dann auch eine gewisse Transparenz über den ganzen Zyklus ja auch ermöglichen könnte. Ja, also wir machen das mit dem Produktpass. Das geht in manchen Industrien, geht es gut. Wo wir es tatsächlich schon machen, ist in der Battery Alliance, also in der Batterie-Welt, wo man einen Batteriepass entwickelt, um gemeinsam praktisch mit ja auch modernen Methoden der IT, Blockchain, sicherzustellen, dass zum Beispiel Metalle, die in diesen Prozess eingehen, nicht aus Kinderarbeit im Kongo entstanden sind. Da gibt es wirklich Zertifizierungsinitiativen und Methoden, jetzt im speziellen Fall für die Batterie-Wertschöpfungskette. Das ist natürlich eine relativ isolierte Kette. Da haben Sie die Batteriehersteller und dann haben Sie im Prinzip im Wesentlichen die Autohersteller. Das können Sie relativ greifen. Wenn Sie das mit einer Feldwald-Wiesen-Chemikalie machen, wie mit Ethylen, die natürlich in sehr, sehr viele Anwendungen gehen, ist das schwierig. Aber dort, wo es geht, und der Batterie-Passport von der Batterieallianz ist ein Beispiel, wo genau das verfolgt wird, um im Prinzip die, in diesem Sinne jetzt natürlich die soziale Nachhaltigkeit von den Produkten nachzuweisen. Ja. Eine Frage habe ich noch, ich sehe jetzt hier gerade im Saal, doch, ach, der Herr da hinten, der ist noch. Dankeschön. Wenn Sie sich vielleicht kurz vorstellen würden mit Vornamen und Zunamen. Ja, Christoph Zeiss vom Wuppertal-Institut. Dankeschön. Eine kurze Frage. Die Frage des Carbon Management ist ja eine Sache, die viele von uns gerade umtreibt, auch aus der Gesamtsystemsicht. Und wenn Sie dann Kohlenstoff in Produkten haben, festgelegt haben und verkauft haben, dann wie gehen Sie denn damit um, dass die Stoffströme dann hinterher, auch die Abfallstoffströme, ja nicht jetzt auf Deutschland beschränkt sind, sondern dass es da einen ganz großen internationalen Austausch gibt, was sehr schwierig macht, dann auch argumentativ zu sagen, wir haben den Kreislauf geschlossen. Das ist ja eigentlich das, was man braucht, damit es nicht doch irgendwie als Emission rausgeht. Ja, nein, es ist praktisch der gleiche Sachverhalt, wie ich es gerade versucht habe, an der Batterie zu erläutern. Bei der Batterie können Sie das relativ gut machen, weil es natürlich eine endliche Anzahl von, also relativ kleine Anzahl von Herstellern und Nutzern sind. Und da haben Sie eigentlich eine relativ gute Transparenz über die gesamte Lebenszeit des Produktes. Das ist bei Grundprodukten, nehmen Sie Beispiel, wenn Sie in die Verpackung gehen, Polyethylen. Das ist ein riesiges Produkt, das weltweit im Millionen-Tonnen-Maßstab betrieben und dann auch natürlich nicht mal nur als Produkt selbst bewegt wird, sondern zum Teil in Form von Kleidung oder in Form von Verpackung. Wenn Sie dann, da wird es extrem schwierig, diese Zertifizierung von dem Kohlenstoff zu machen. Und deshalb plädieren wir an dieser Stelle für solche Ansätze, die kennen Sie wahrscheinlich auch, über die Biomassenbilanz, dass wir sagen, wir stellen sicher, ähnlich wie beim Grünstrom, wir stellen sicher, dass im Grunde bestimmte Mengen unserer Produkte durch grüne Rohstoffe gedeckt sind. Ob Sie das dann immer in der analytischen Nachweisbarkeit machen können, ist dann sekundär, aber die Bilanz muss stimmen. Und deshalb argumentieren wir stark für diesen Biomass-Balance-Ansatz, weil der genau dieses Problem, dass Sie wirklich jedes einzelne Molekül verfolgen müssen,
umgeht, ohne den Effekt, dass nämlich die Anzahl grüner Moleküle im System hochgehen, zu kompromittieren. Ganz ähnlich wie beim Grünstrom. Weil da ist es genauso schwierig, die Elektronen zu kennzeichnen. Ja, ja, herzlichen Dank, Herr Unger, gerne, für den Vortrag, Ihre Geduld, die Antwort auf die Fragen. Ich habe jetzt im Hintergrund schon verschiedene Tabletts gesehen, die durch die Gegend getragen werden. Das ist der Vorteil, wenn man hier oben steht. Das heißt, wir gehen jetzt in die Mittagspause. 14.15 Uhr, wie es im Programm steht, würden wir dann uns hier wieder treffen mit den nächsten Vorträgen zum Thema Märkte, aber dann auch zu den juristischen Fragestellungen. Ich freue mich sehr. Ich wünsche Ihnen eine schöne und erholsame Mittagspause. Bis gleich. Tschüss.